Donny als? Nemo! Ich mache das. Ich mache was sehr Schreckliches daraus. Hallo ihr Lieben! Hi. Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Nachmal-Challenge. Neue Nachmal-Challenge, Leute, heute diesmal wieder immer noch Crew. Wir haben sehr wunderschöne. Wir malen so gerne die Crew. Wir malen sehr gerne die Crew, Leute, aber diesmal mit verschiedenen Disney-Charakteren. Ich glaube, wir hatten das mal schon mal gemacht. Ich glaube, wir sind irgendwann zum Karneval oder so. Wir haben da die Crew als irgendwelche Disney-Charaktere gemalt, aber diesmal ist es halt so, entweder machen wir die als einen Disney-Charakter oder mit einem Disney-Charakter oder noch irgendwas und wir haben sehr viele davon tatsächlich und ich glaube, so aus nicht so diese klassischen, typischen und so, diesen Charaktere, sondern richtig viele. Aber es wird schwieriger, denn wir dürfen das Bild nicht alleine malen, sondern wir malen 90 Sekunden ein Bild und dann wird getauscht und dann malt die andere das Bild weiter. Oh mein Gott. Und entweder verschönert das sie war es das, oder es wird verschlechtert. Ja, das war das, als ich das mit Eva gemacht habe. Und das war es, also wir können ja mittlerweile noch relativ gut zeichnen beide, aber so Eva wir haben schon viel geübt in letzter Zeit. Naja. Also mit Eva war das so, ich habe irgendwas Schönes gezeichnet und so, ja okay, relativ Schönes und so und Eva war einfach nur so, ich zerstöre es. Ich mache das. Ich mache was sehr Schreckliches daraus. Extra. Okay, dann ziehen wir einfach direkt mal, ne? Wir ziehen einfach mal, ja. Okay. Du darfst anfangen. Okay. Genau, wieder zwei Farben. So, ich habe jetzt, glaube ich, einen Charakter gezogen. Und du darfst dann, Achso, zeichnen wir beide das gleiche? Ja, okay, dann können wir ja, okay, gut. Sie machen wir so. Alles klar. Du meinst. Ich mal irgendwen und du malst irgendwen. Ja. Dann ziehe ich dann nochmal hier. Und müssen wir mal gucken. Ich habe Donny. Ich habe Katja. Oh mein Gott. Ich habe Donny. Als. Merida. Donny als. Nemo. Oh. Oder vielleicht hält er so ein Glas von dir, wo drin das ist. Oder nee. Aber Katja als Merida. Ja, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Donny als Nemo, oh mein Gott. Okay, ich habe hier die Zeit. Ja. Oh mein Gott, das wird schrecklich, Leute. Das wird schrecklich. Das wird spannend. Wir haben erstmal anderthalb Minuten, ne? Ja. Danach wird getauscht. Okay. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei, go. Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich das halten, damit du halt nichts vieles ändern musst. Wie zeichne ich einen Fisch? Keine Ahnung, Leute. Das sieht so schlecht aus, nein. Merida ist doch die mit Pfeil und Bogen, ne? Genau. Oh mein Gott, was ist das denn? Ach ja, ich habe mich so sicher gefühlt mit diesem Bild, aber ich muss ja deins gleich weitermalen. Oh Gott, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Du darfst dich hier selber ja gleich verschönern. Du kannst auch noch das Beste rausholen. Naja. Oh mein Gott. Was ist denn wirklich das? Das ist auch das beste Thema einfach. Ich weiß, ne? Irgendwie ist es wirklich das beste Thema. Wirklich sehr gutes Thema. Achso, ich muss ihm noch Bart geben. Oh nein, stimmt. Donny hat ja ein Bart. Oh nein, die Hälfte ist schon rum. Ich habe erst das hier bisher. Okay, alles gut. So, die nächsten anderthalb Minuten starten. Jetzt, Start. Oh Mann, wie cool ist das denn, was du hier gemalt hast? Ich kann nicht weitermalen. Wie soll ich das zeichnen? Ich habe keine Ahnung. Vor allem den einfachen Teil habe ich erstmal gemacht und jetzt wird es. Ja, jetzt machst du so das Schwierige. Aber ich bin froh, du wirst es wunderschön hinbekommen. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir nicht sicher. Donny hat ja eine neue Cappy, ne? Wir haben ja sonst immer so blau-gelb oder so die Cappy angemalt, aber jetzt hat er so rosa und lila und blau oder so. Ich glaube, sie hat das so immer so ein bisschen hier. Das ist so sehr komisch. Musst du ihr noch einen Mund malen. Ob das so gut aussieht, das weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hat doch so ein. Ja, so. So richtig blau war das Kleid auch gar nicht. Es war so mehr grünlich, aber. Oh nein. Echt jetzt? Ich male einfach nur weiter. Okay.
Boah, ich finde, das Bild von Danny ist einfach richtig genial geworden. Ich habe ihm noch schnell diese Handpose gemalt. Und es ist so gut. Es ist so gut. Nee, weil das Beste so, weißt du, so, ich habe dir schon fast fertige Bild gegeben und du hast mir einfach nur, weißt du, so, und nicht mal Mund gemalt. Und ich musste einfach nur alles so noch schnell zu, fertig malen, einfach nur den ganzen Körper. Aber also, du hast es super gemacht. Also, auch das hast du super gemacht, Katja. Aber das ist richtig gut mit dieser Hand. Das müssen wir Donny schenken, dieses Bild. Bitte, das ist so gut. Einfach nur Donny als Nehmer, weißt du, es konnte einfach das nur... Das ist seine Flosse, so die hier so... Ja, genau. Weißt du, das ist einfach nur das Beste, was man wirklich mal machen konnte, ehrlich gesagt. Ja. Donny als Nemo, es kann nicht besser sein, also wirklich. Und das hier, also ich finde, ja. Ja, ich meine, man erkennt, also, dass es eine Rita ist an dem Pfeil und Bogen und an diesen lockigen Haaren. Mhm. Und dass es du bist, erkennt man an der Haarfarbe. Genau, an der Haarfarbe. Okay, aber sehr, gut. Sehr cool. Alles klar. Und heute brauchen wir eigentlich auch nicht sagen, welches Bild besser geworden ist, weil wir beide ja zusammen gemalt haben. Wir haben beide zusammen gemalt und ihr dürft das alles auch in den Kommentaren schreiben. Genau, ihr könnt in die Kommentare schreiben. Wer ist besser geworden? Ja. Und welches Bild besser geworden ist? Wer hat das Bild gerettet und wer nicht? Wer nicht. Okay. Okay, nächste Runde, oder? Nächste Runde, ja. Wir ziehen jetzt nochmal. Also, ich habe hier einmal... Oh, du hast schon zwei zusammengezogen. Ja. Ich habe Claudio als Bruno von Encanto. Oh, das ist richtig gut. Ja. Oh, das ist richtig gut. Ich habe Kati. Ja. Ich habe dich diesmal als... Oder mit... Oh, als Aladdin. Kati als Aladdin. Ich habe eine sehr komische... Ja. Ich hoffe, du wirst es verstehen und du wirst es okay, auch gut weitermachen. Okay, uns wieder die Zeit. Ja. Ich werde dir nicht böse sein, Kati. Keine Sorge. Alles gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, ich hab vergessen, wie Aladdin aussieht. Das sieht so schlecht aus. Ich muss nochmal neu anfangen, das kann nicht wahr sein. Sieht nicht wie Aladdin aus, weil ich glaube, der hat nur so einen Hut. Nein, ich hab keine Ahnung, wie Aladdin aussieht. Hat er einen Bart? Ich weiß es nicht. Also ich habe den Film gesehen, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz genau sicher, wie die Haarstruktur von Bruno ist. Aber ich glaube, der hat halt so etwas längere Haare. So. Und so ein weiteres Oberteil. Und dazu vielleicht so eine Hose. Oh, Zeit ist rum. Ich hatte einfach nur eine Idee, dich in dieser wunderschönen Lampe zu zeichnen und das sollte Aladdin sein, aber okay. Ich werde daran weitermachen. Okay. Fertig, los. Das bin ich wohl als in der Wunderlampe hier. Ich werde mich mal ein bisschen blau anmalen, die ist... Ja, sieht ganz gut aus. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ich habe keine Ahnung, was ich sonst malen soll. Sieht es, glaube ich, nicht unbedingt Claudio aus, aber... Ja, aber das habe ich versucht mit dem Bart und so und mit der Haarfarbe dann. Aber Bruno hat auch einen Bart. Okay, scheint Bruno sehr gut zu kennen. Vielleicht. Aber man soll eigentlich nicht wirklich über Bruno sprechen, ne? Ja. Kein Wort über Bruno. So, ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich doch andeuten, dass es Claudio ist? Ich habe keine Ahnung. Katja hat hier schon sehr gute Vorarbeit geleistet. Dankeschön. Du hast auch sehr gute Vorarbeit. Also ehrlich gesagt, ich bin gerade auch schon so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Zeit ist auch um, deswegen muss ich jetzt auch nicht wissen, was ich machen soll. Das ist auch nicht wunderschön. Und es ist richtig gut geworden. Ich wusste nicht, wie ich das noch andeuten soll, dass es Claudia ist. Deswegen habe ich geschrieben, kein Wort über René. Oh, das sieht richtig gut aus. Du hast es richtig gut. Ja, schön. Aber du hast es auch gut gemacht. Also, Dankeschön. Ich finde, der sieht so groß aus. Und Claudio malen wir sonst immer so ganz klein, ne? Ja, stimmt. Und der ist irgendwie so riesig geworden. Ist riesig. Ja, ich wusste halt nicht. Keine Ahnung. Also Claudio sieht aus wie Bruno. Aber so ein Bruno hat doch so ein Outfit, ne? So ein Hemd, ja, irgendwie genau, so ein genau. Ne? Ja, so ein bisschen, ja. So, ja. So, ja, auf jeden Fall. Das sieht ja sehr gut aus. Ich denke nicht, dass man sieht, dass es Aladdin ist oder so, glaube ich. Aber ich habe es auch nicht gut hingekriegt. Ich habe keine Ahnung. Doch, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das haben wir ganz gut zusammen hinbekommen. Ja, okay. Aber man merkt, glaube ich, dass es... Welches Bild gefällt dir jetzt besser?
Mir gefällt das hier besser. Also das haben wir jetzt, das hast du auch richtig gut hingekriegt, dass du auch das so hinkriegst ein bisschen. Das ist richtig, richtig schön auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, also wenn ihr anders meint, dann schreibt bitte. Ja, genau, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und es ist aber immer noch manchmal Retweet. Das ist auf jeden Fall das Beste, was es jemals gab, ehrlich gesagt. Das ist das Beste, was es bei uns überhaupt gab. So, ich glaube, wir sind bereit für die nächste Runde, Wir sind bereit. Also eine Runde gibt es auf jeden Fall noch, mindestens. Ja, eine Runde. Obwohl, wir haben noch mehr, so viele Zettel, dass wir noch zwei Runden machen können. Mal gucken. Und ihr wisst, wir lieben diese Nachmalen-Challenges mittlerweile. Also, ja, das ist... Okay. Thema Deutsch ist es. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe hier einen gelben Zettel und einen orangen Zettel. Ich habe einen gelben Zettel. Ich hab schon ein bisschen geguckt. Ich glaube, ich habe Ellie. Ich hab Ellie, schon wieder. Ich hab Felix. Du hast Felix? Mhm. Ich hab Ellie als. Aber als Ariel hatten wir genau doch. Wir hatten noch Ellie als Ariel schon mal. Okay. Wollen wir dann einfach tauschen? Roter Panda nimmst du und ich nehme Ariel. Felix als Ariel und Ellie als roter Panda. Roter Panda als rot, gerne. Oh mein Gott, ich liebe rot. Das ist deswegen. Ja, let's go. Ich weiß jetzt nicht, wie ich und Ellie. Ich finde Ariel cool. Okay. Ich mache einfach. Es kann das sein, dass ich Ellie mitnehme. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Das ist ein Whiteboard-Marker. Okay, das ist nicht das, was ich unbedingt brauche. Aber, okay. Felix hat doch auch einen Bart, ne? Ein bisschen. Sieht nicht so glücklich aus. Muss ich noch irgendwie... Obwohl, es ist wichtiger, dass ich ihm eine Flosse jetzt male. Ja, okay, Ellie, ein bisschen komisch aus. Aber ein bisschen auch so wie ein kleines Kind schon wieder, weil ich das sehr gerne male. Oh, wir müssen tauschen. Wir müssen tauschen. Felix sieht sehr unglücklich aus. Ich möchte sehen, was du gemacht hast. Rosi, das war's mit René. Le Blond ist, ne? Ja, du musst vielleicht noch die Haare ein bisschen blau machen. Ja, Felix. Vielleicht. Also auf die Plätze, fertig, los. Ja, Zeit läuft. Oder vielleicht rot. Ich kann auch die Haare rot malen. Weil Ariel macht Sinn. Dann kann ich ein bisschen hier so. Okay, ich kann keine Hände malen, das sieht man, glaube ich. Egal. Okay, ich mache jetzt also richtig so wie das wunderschön. Wie wir das. Oh mein Gott, ich weiß. Der soll ja auch aussehen wie Ariel und nicht wie ein Meerjungen Mann. Nein, das ist Ariel. Ein Leute. Wassermann heißt das, also, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wassermann? Ich dachte die ganze Zeit Meerjungen mal ein. Keine Ahnung. Sieht aber wirklich aus wie René. Das sieht jetzt nicht wie Felix. Sieht überhaupt nicht wie Felix aus, irgendwie, habe ich das Gefühl. Du hast hier auch schon so gute Vorarbeit gemacht. Ich brauche das Ganze nur noch ausmalen. Ja, wunderschön. Guck mal. Bei dir, du hast auch mal alles gemacht. Ja. Oh, und die Zeit ist auch schon wieder rum. Ja, so. Oh, wie kurz das immer ist, ne? Es ist richtig kurz. Oh, wie süß ist das. Ich habe jetzt Ellie noch das angemalt, alles so. Ich glaube, jetzt erkennt man noch, dass es Ellie sein soll. Ja, oh mein Gott. Ja, das erkennt man so. Das ist richtig süß jetzt geworden. Irgendwie auch mit der Farbe und so. Richtig hier Ellie-mäßig. Und ja, bei mir ist halt... Das sieht man nicht, dass es Felix ist. Felix wird auch nicht besonders glücklich sein mit dem Bild. Das ist ein sehr gutes Bild. Ich finde, das ist ein sehr gutes... Okay, vielleicht Felix wird nicht wirklich besonders sehen. Begeistert wird aber, glaube ich, nicht sein. Felix, aber wir kennen ja Felix, er wird so ein Detail so sein. Die Haare, die fallen ein bisschen anders als meine Haare. Ja, genau. Und es ist so, ja, aber mir sieht es nicht unbedingt aus wie ich. Ich glaube, das sieht mehr aus wie René. Und Felix würde so, also wenn ich eine Flosse hätte, die wäre nicht blau, die wäre grün oder so. Ja, schon, ja, stimmt. Also die Flosse ist ja blau eigentlich, weil eigentlich... Also das sieht ja dann nicht mehr wie Ariel aus. Ariel hat ja eigentlich eine grüne Flosse. Stimmt, eine grüne, ja. Aber ja, ist okay, ist in Ordnung. Ihr dürft wieder entscheiden, welches süßer geworden ist. Und ich glaube, wir kommen dann schon zu unserer letzten Runde, ne? Ja, für eine Runde haben wir auf jeden Fall noch was. Oh, stellen Sie gelben Zettel. Ich glaube, ich habe René. Ich habe Eva. Achso, wenn du Eva hast, dann habe ich wirklich. Ich habe René. Ich habe Eva als Vajana. Ich finde das fast gut, oder? Ich habe René als Olaf. Ah! Das war's richtig gut. Das ist auch richtig Leute. Gut. Okay. So. Vajana, wie sieht die denn nochmal aus? Ach ja. Ich glaube, die hat auch so ein Bikini oder so an, ne? Und so einen Rock. Die hat einen Rock auf jeden Fall. Ja. Okay, ich stopp die Zeit. Ich habe einfach schon die Farben genommen von Olaf. Einfach nur so die blauen Farben. Auf die Plätze, fertig, los!
soll ich jetzt René als Olaf zeichnen? Jetzt bin ich richtig überfordert. Soll er auf jeden Fall blond sein? Wie sieht Olaf aus? Boah, ich bin so ein richtiger eigentlich... Ich bin eigentlich ein richtiger, wie heißt das? Ich bin ein richtiger Frozen-Fan, aber eigentlich... aber ich habe keine Ahnung, wie Olaf aussieht. Also ich habe... So, er muss auf jeden Fall blond sein. Er muss auf jeden Fall blond sein, deswegen gebe ich ihm hier so... Da soll blond sein. Gut, danke, danke. Oh nein! Okay, dann kannst du ja weiter. Dann kannst du ja aber nur weiter malen. Das bist du. So, ich habe hier Olaf ohne. Bei mir sieht es so aus. Bei mir sieht es so aus. Einfach ein Olaf mit Bart. Ohne irgendwas. Oh, wie cool ist das denn? Aha, aha. Okay. Dann, auf die Plätze fertig los, es geht weiter. So. René, ja, das erkennt man doch, dass das René sein soll. So, René, denn Bart erkennt man schon, ich mal ihn noch so. Ich brauche ein bisschen Pink. Welches Erkennungszeichen hat René denn noch, außer dass er groß ist und einen Bart hat? Ach ja, und blond ist. Ja, und blond. Ja, blond. Das muss auf jeden Fall unbedingt da sein. Blond muss unbedingt da sein. Ich finde, Eva soll einen Schal haben. Also, Eva als Diana soll einen Schal haben. Unbedingt. Unbedingt. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ja, wunderschön. Wunderschön. Das können, damit kann man jetzt schon sagen, das ist Eva. Ich finde, ich muss auch nichts, glaube ich, mehr zeichnen tatsächlich. Das sieht schon relativ gut aus. Also finde ich persönlich. Ah! Oh nein, ich hab nicht. Guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ich bin nämlich schon fertig. Ich bin auch nämlich fertig. Ja, noch 7 Sekunden, dann war es das jetzt wohl. Lass es. 4, 3, 2, 1, Stopp! So, wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt. Ich habe die wunderschöne Eva als wunderschöne Vajana, die einfach nur durch den Meer einfach nur so durchsegelt. Also richtig schön und richtig so freimäßig mit einem Schal. Ich habe hier einfach nur einen Schal gezeichnet, weil ich dachte so... Dann sieht man so ein bisschen den Wind, ne? Man sieht ein bisschen den Wind, man sieht mehr so, das ist Eva, also so... Ich habe ja auch extra deswegen so längere Haare gemalt. Eva hat ja so kürzere jetzt, aber dass die so im Wind wehen. Ja, ich meine, also sieht sehr gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, man kann so, wenn man jetzt so sagen würde, das ist ein Disney-Charakter, dann glaube ich, erkennt man, wer das ist. Ja, auf jeden Fall. So, genau, ich habe mir noch überlegt... Erstmal habe ich René hier noch so goldige Haare gemalt, weil wir sagen ja immer, René wäre blond. Ja. Außerdem kriegt er so einen Schneeball an den Kopf und sagt so, lass es, Claudio. Lass es. Das ist auf jeden Fall, das ist richtig. Das klingt nach René. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach René. Ich finde es mega wunderschön. Aber ich finde auch, wenn man so guckt, man erkennt schon, dass es René ist, oder? Ja, ja. Ja, irgendwie schon, ne? Er hat irgendwie was von René. Der hat auf jeden Fall irgendwas von René. Bisschen noch was von Olaf, aber... Also, ich finde, wir haben... Wir haben fantastische Bilder gemacht. Es kann aber nichts, also das erste Bild mit wunderschönen Donné kann nichts toppen, denke ich. Genau, das ist für mich auch auf jeden Fall auf Platz 1. Was ist bei dir auf Platz 2? Auf Platz 2 wäre für mich, glaube ich, tatsächlich das mit dem roten Panda. Ich finde es einfach nur süß und ich finde auch süß, wie du... Süß, ich finde es auch süß, wie du es ausgemalt hast mit dem wunderschönen, mit so lilanen Farben. Und so, da sieht man unbedingt so, oh, das ist Ellie, weil die auch sowas trägt. Und so ich finde aber, Eva als Vajana gefällt mir auch gut. Ja, das ist auch sehr schön tatsächlich das geworden. Das ist so übermittelt so eine gute Stimmung, finde ja, ich. Ja, so auf jeden Fall, sehr schön. Du auf dem Meer unterwegs. Ja. Ist sehr schön. Aber ehrlich gesagt, alle Bilder sind top. Alle sind gut geworden, ne? Alle sind richtig top, aber ich finde... Und das sagen wir selten über uns. Wir sind ja eigentlich immer sehr kritisch, aber ich glaube aber heute... das mit Donny und Nemo, muah. Perfection. Das kann nicht... nein. Das wird, glaube ich, ein neuer WhatsApp-Sticker. Ja, bitte. Das ist so richtig gut. Einfach nur Donny als Nemo. Mega, 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 Leute. Also, jo. Welches Bild hat euch am besten gefallen? Oder welche Kombination hättet ihr noch witzig gefunden? So zum Beispiel Claudio als... wen gibt es sonst noch so? Also ich kann einfach nur gucken, wenn wir es hier noch tatsächlich haben. Wir haben einmal Mickey Mouse. Ach, das wäre auch niedlich gewesen. Das wäre auch niedlich. Wir haben hier Cars. Ach. Also so ein Auto. So ein oder Auto. Irgendjemand von uns in so einem coolen Auto. In so einem coolen Auto. Ja, aber das ist ja eigentlich wie... Und wir haben Mirabelle.
tatsächlich auch noch was von könnte. Ah, noch jemand also, ich, also Cars, glaube ich, schade, dass sie das nicht gezogen haben. Das also, wäre ich auch witzig das, geworden. Das wäre richtig. Das wäre ähnlich so wie ein, hier Donny als Nemo oder ja, vielleicht. So René als Auto. Als Auto, genau. Aber Leute, also das können wir alles als nächstes machen. Also vielleicht das nächste Mal, wenn wir, wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir auf jeden Fall noch mehr von solchen Videos machen. Vielleicht noch mehr von Disney-Charakteren. Oder da ja, könnt ihr auch vielleicht welche vorschlagen, welche wir noch malen könnten, theoretisch. Genau, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Mhm. Abonniert gerne unseren Kanal und auch gerne unseren Shorts-Kanal. Do it yourself. Inspiration Shorts. Mhm, auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal sagen, ja, Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss!